grübeln. Lass mich los! Ihr tut mir weh! Schmeckt gut, so ein Schneesüppchen. Und nochmal! Ich glaube, jetzt reicht's. Was hast du gesagt, Kelle? Er hat überhaupt nichts gesagt, nennt man. Kommt! Danke, Franz. Spielen wir heute wieder Schach? Na klar, ich komme zu dir. Was ist denn auf deinem? Marmelade. Zeig mal dein Brot. Der spinnt wohl, der Gruber. Na, mach schon, Mönkmann. Aufklappen. Leberwurst, sehr gut. Los! Der Schneider! Wer hat angefangen? Hm? Wird's bald, Keller? Raus damit! Also, das war so, Herr Lehrer. Ja, Keller? Geschieht ihm ganz recht, dem Gruber. Also, wer nichts hat, Gruber, 7, hat deswegen noch lange kein Recht, 8, dem, der viel hat, 9, etwas wegzunehmen. Das predige ich euch seit 4 Jahren. 10. Und umgekehrt, Gruber, wer wenig hat, hat mehr als nichts. Ist das klar, Gruber? Hast du verstanden, Gruber? Wirklich? Verstanden, Herr Schneider. Setzen. Und was dich betrifft, Mönkmann, du hast dich gewehrt, als man dich angriff. Das ist richtig. Niemals feige, niemals wehrlos, niemals ehrlos. Trotzdem hast du gegen die Schulordnung verstoßen. Du hast dich in der Pause geprügelt. Böcken. Auf! Setzen. Ein deutscher Junge weint nicht, Keller. Wird Zeit, dass du das begreifst. Worüber haben wir in der letzten Stunde gesprochen? Pickard! Über den Vertrag von Versailles. Richtig. Und wer kann darüber etwas sagen? Mönkmann, komm nach vorn. Nach Ende des Weltkrieges wurden uns durch den Vertrag von Versailles folgende Gebiete geraubt. Olpen-Malmedy, hier. Elsass-Lothringen, hier. Posen und Westpreußen, hier. Danzig, hier, wurde eine freie Stadt. Ebenso wurde uns das Hultschiner Ländchen, hier, weggenommen. Nordschleswig, hier. Das Memelgebiet, hier.
Und unsere Kolonien in Afrika. Richtig. Und? Berlinger? Die Franzosen haben das linke Rheinufer besetzt. Ganz richtig. Und? Kröbel? Wir wurden gezwungen, England und Frankreich Milliarden und Abermilliarden für sogenannte Wiedergutmachungen zu zahlen. Was wozu führte? Kuhn? Zur großen Inflation von 1923. Die das schwer geprüfte deutsche Volk zur Armut verurteilte? Während von wem riesige Gewinne gemacht wurden? Keller? Von ausländischen Spekulanten, Herr Lehrer. Und den Machenschaften des internationalen Judentums, das in erster Linie für die Inflation verantwortlich war. Richtig, Keller. Setzen, Mönkmann. Schlagt eure Bücher auf Seite 88 auf. Vergiss nicht, Keller. Du hast mir versprochen, dass wir den Aufsatz über Barbarossa zusammen machen. Ja, ich komme am Nachmittag zu dir auf... Nee, da kann ich nicht. Wir müssen das gleich machen, klar? Einverstanden. Oh, ich hab ganz vergessen. Wir spielen Donnerstag immer Schach. Schach? So ist es. Schach. Tut mir leid, Franz. Wir können ja ein anderes Mal spielen. Morgen, ja? Er hat schon bei Papa alt ausgesehen. An dir wird er wie neu aussehen, Hartmut. Sieht doch komisch aus mit den Streifen. Das ist ja gerade das Vornehme. Italienische Nadelstreifen. Und wenn sie mich auslachen? Dann sind sie nur neidisch. Hans Mönkmann bestimmt nicht. Der kriegt alles bei Kuhns gekauft. Damit kannst du dich überall sehen lassen. Wirklich, glaub mir. Jedenfalls hat der Müller heute viel schlimmer ausgesehen. Er hatte die Hosenträger von seinem Vater an. Was haben wir gelacht? Darüber lacht man nicht, Hartmut. Schlimm genug, dass sein Vater keine Arbeit hat. Es ist nicht komisch, arm zu sein. Meinst du, der Papa kriegt mal wieder Arbeit? Der Hans hat letzte Woche von seinen Eltern eine echte Stablampe für Erwachsene bekommen. Die geht 50 Meter weit. Kann ich einfach nicht verstehen, warum Anwälte so viel mehr verdienen als Musiker. Alle Hausaufgaben fertig, Renate? Nur noch Mathe, Mama. Hey, guck mal, ist sie verrückt? Hey! Renate! Ich habe Hunger! Habe ich mir doch gedacht. 2 Zentimeter dick. Aufhören! So weit kommt's noch. Meine Kinder streiten sich ums Brot. Jetzt schau, was du angerichtet hast. Du Ekel! Ich will's nicht, Mama. Danke. Ich muss sowieso gehen. Wohin denn? Zu Franz Kuhn? Komm nicht zu spät. Ich gehe zu den Mönkmanns. Da bist du wohl jetzt jeden Nachmittag. Du weißt doch, was Papa von Dr. Mönkmann hält. Ich hab's dir doch gesagt. Ich muss Hans beim Aufsatzschreiben helfen. Kann der eigentlich auch was ohne dich machen? Ich bin früh zurück. Ich muss mit Papa noch das Radio fertig machen. Immer diese Mönkmanns. Bei denen wird das Brot nicht abgemessen, Mutter. Ich komme wegen dem Aufsatz von Hans. Das ist sehr lieb von dir. Er ist noch beim Heimabend. Ich weiß.
Warum gehst du nicht hinein? Du kennst doch fast alle. Darf ich? Pass auf, wie wir das machen. Okay. Noch irgendwelche Fragen? Schäfer, lies vor. Schon seit alle Parteien haben seit der Weimarer Republik eines gemeinsam. Sie wollen mit aller Gewalt die Jugend gewinnen. Und das, indem sie der Jugend feste Versprechungen machen und sie damit betrügen. Unser Führer andererseits spricht nur von Opfern und Entsagung, Kampf und Entbehrungen. Wer sich dafür entscheidet, wer als Junge oder Mädel bereit ist, unserem Volk und unserem Führer bedingungslos zu dienen, der tritt ein in eine Gemeinschaft, die immer für ihn da sein wird, in der er sich geborgen fühlen darf, die zusammensteht, was immer geschehe. Und deswegen wünscht sich der Führer eine Jugend, die frei ist, arbeitsam, gehorsam und hart. Eine Jugend, die fröhlich den Grundstein legt für eine bessere Zukunft, die zum Spaten greift, das Lied einer neuen Zeit auf den Lippen. Eine Jugend, die keine Furcht kennt. Eine Jugend, die den Frieden liebt. Aber auch eine Jugend, die bereit ist, ihr Leben für unser geliebtes Vaterland hinzugeben. Und deswegen ist es unsere Pflicht, bereit zu sein für den Sieg unserer großen Idee, zum Wohle der Schicksalsgemeinschaft unseres ganzen deutschen Volkes, im Dienste unseres Führers Adolf Hitler. Danke. Nächster Heimabend, Mittwoch, gleiche Zeit. Achtung! Unserem Führer und Reichskanzler Adolf Hitler, ein dreifaches Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Vorwärts, vorwärts, schneller die Helden und Fahnen! Vorwärts, vorwärts, jubeln die Könige Fahnen! Deutschland, du wirst leuchten stehen! Mögen wir auch untergehen! Vorwärts, vorwärts, schmettern die Hände von Fahren. Vorwärts, vorwärts, Jugend in Könige Fahren. Ist das Ziel auch noch so hoch? Jugend zwingt es doch. Papa? Mhm. Weißt du, was Herr Schneider heute zu uns gesagt hat? Nein. Was? Er hat gesagt, dass allein die Juden an der großen Inflation von 1923 schuld waren. Und? Was hast du darauf geantwortet? Was hätte er darauf schon antworten können? Nichts. Was sonst? Nach der Wahl wird sich alles ändern. Warum? Hitler wird ja doch gewinnen, oder? Und er wird uns das ganze Geld wegnehmen. Das sagen sie alle. Alle haben sich schon oft geirrt, mein Junge. Wenn die Nazis nun aber doch gewinnen? Die Nazis können unmöglich Fuß fassen, Franz. Wir sind ein zivilisiertes, demokratisches Land. Wenn Hitler und Konsorten zu weit gehen, dann sind sie bei der nächsten Wahl weg vom Fenster. Geht doch nie. Psst, sei still. Kann ich nicht helfen? Wo hast du das gelernt? Hier die Bauanleitung. Einfach nachbauen. Das kann ich auch. Gut. Fass mal da an. Ja, da reinstecken. Gut. Sehr gut. Ja.
Es funktioniert! Wir haben es geschafft, Mama! Wir haben es geschafft! Wenn du so gut Klavier spielen könntest, wie du Radios baust. Wann kommst du eigentlich zum Jungvolk? Bitte? Wann du zum Jungvolk kommst? Du hast mit leerem Mund auch schon besser gesprochen, mein Sohn. Hella, bitte es so, wie du es gelernt hast, ja? Möchtest du nicht noch eine Kleinigkeit essen? Keine Zeit. Ah, Besuch. Guten Abend. Hi, Lindler, mein Junge. Hartmut Keller. Du kennst doch Hartmuts Vater. Oh ja, ich kenne Ernst Keller. Er macht sich nicht viel aus mir, wie ich gehört habe. Er mag überhaupt keine Nationalsozialisten. Er ist lieber mit den Roten zusammen. Den rot angehauchten und Angehörigen mosaischen Glaubens. Hans und Hartmut machen neuerdings ihre Deutschaufgaben zusammen. Hartmut will zum Jungvolk kommen, Papa. So, na, das ist ja schön. Schließlich gehören wir ja alle zur Volksgemeinschaft, oder? Herein. Herr Ortsgruppenleiter, ich melde Wagen fahrbereit. Ah, danke. Die Pflicht ruft. Dass mir keine Beschwerden kommen, Schatz. Pass auf dich auf, Erwin. War das besser? Besser, ja. Aber nicht gut, noch nicht. Komm, ich zeig's dir. Also, du spielst es zwar richtig, aber mit der linken Hand hämmerst du noch zu stark. Also nochmal, und diesmal sanfter, weicher, Franz. Ich werde es üben, Herr Keller. Tag, Papa. Na, Franz, hältst du die Schinderei überhaupt noch aus? Was du aushältst, halte ich schon lange aus. Ich habe noch zu tun, Hartmut. Die Stunde ist ohnehin vorbei, Herr Keller. Oh. Also bis nächste Woche. Vielleicht geht's bis dahin schon besser. Ich werde es versuchen, Herr Keller. Danke. Danke, Franz. Bis morgen, Hartmut. Wie wär's denn wieder mal mit einem Schachspiel? Diese Woche haben wir noch gar nicht gespielt. Richtig, Franz. Das habe ich ganz vergessen. Vergessen, vergessen. Ich denke, ihr seid gute Freunde. Ich bin doch kein Streber wie die. Wie wer? Wie die Juden. Hier, schau mal, was ich gefunden habe. Warum hast du mir nie erzählt, dass du die alle bekommen hast? Tu's weg, das Zeug. Ratatata! Hast du nicht gehört, was Papa gesagt hat? Du bist gar nicht so stolz darauf, was, Papa? Nicht unbedingt. Aber du solltest stolz drauf sein, wie Herr Mönkmann. Ich will im nächsten Krieg auch ganz viele Orden bekommen.
Hast du gehört? Das wird denen in der Schule beigebracht. Sie können den nächsten Krieg kaum erwarten. Wie viele Franzosen hast du eigentlich erledigt, Papa? Millionen. Ganz zu schweigen von den unzähligen Generalen, die ich umgelegt habe. Mit der linken Hand, versteht sich. Na schön. Aber viele Unteroffiziere haben das EK1 bestimmt nicht bekommen. Nein. Die meisten von ihnen bekamen Holzkreuze. Und jetzt hör mir mal gut zu, mein Sohn. Mich kriegt keiner mehr in eine Uniform. Und dich auch nicht, solange ich es verhindern kann. Hans Mönkmann ist im Jungvolk. Der hat einen Dolch. Der hat auch einen anderen Vater. Weißt du, wo er ständig steckt, Papa? Bei diesen Mönkmanns. Diesen entsetzlichen Nazis. Hans Mönkmann ist noch ein Kind, Renate. Hast du nichts anderes zu tun, als dir deinen kleinen Kopf über Politik zu zerbrechen? Hat bei euch jeder so ein Fahrtenmesser? Nee, was glaubst du denn? Ohne Pimpfenprobe geht da gar nichts. Und die hat ganz bestimmte Regeln. Vor allem im Sport muss man gut sein. Warum kommst du nicht morgen? Da sind wir alle zusammen und du schaust mal, wie es geht. Nee, besser nicht. Du kennst doch meinen Vater. Das ist das Problem mit dir, Hartmut. Dass du dich nie was zu tun traust. Da hat ja der Frevi Kröbel noch mehr Schneid als du hast. Sag ihm, dass das nicht in Frage kommt. Ich muss jetzt gehen. Bis morgen früh. Musst du denn wirklich gehen, Ernst? Jeder wird jetzt gebraucht, Susanne. Jeder, der noch nicht aufgegeben hat. In einer Woche ist Wahl. Aber du hast doch selbst gesagt, dass die Nazis diese verdammte Wahl gewinnen. Die Mehrheit bekommen sie bestimmt. Ich habe mich nicht geändert, Susanne. Und du dich auch nicht. Wir sind Sozialdemokraten und wir bleiben's. Wir hängen unser Fähnchen nicht nach dem Wind. Denk an die Kinder, Ernst. Die Nazis haben die Polizei auf ihrer Seite. Sicher. Und die Armee und die Krupps und all die anderen, die an der Rüstung verdienen. Aber uns nicht. Deshalb liebst du mich doch. Oder? Wer hat 1931 mit den Nazis gestimmt, Hiefler? Ihr, die fortschrittliche kommunistische Partei. Wenn es um die Interessen der Arbeiter geht, warum nicht? Außerdem, wenn ihr Sozialdemokraten die Regierung nicht zum Rücktritt gezwungen hättet, hätte Hitler keine Chance an die Macht zu kommen. Macht nur so weiter. SPD und KPD gegeneinander. Wer lacht sich ins Fäustchen? Die Nazis. Ja, doch nur, weil die bürgerlichen Parteien kein Interesse am Kampf der Arbeiter gegen den Kapitalismus haben. Warum sollten sie auch? Vergiss bitte nicht. Noch haben wir die Mehrheit im Land. Da lachen ja die Hühner. Jedenfalls hören wir nur auf unser eigenes Gewissen. Geschwafel. Und ihr hört auf Federchen Stalin und Genossen. Na klar. Warum soll ich das nicht zugeben? Und ihr, was ist mit euch?
Euch sind doch die Nazis in Wirklichkeit lieber als wir. Ach Quatsch, hört doch auf. Warum können wir es denn nicht zusammen probieren? Wenigstens bis zur Wahl. Anschließend setzen wir uns alle an einen Tisch. Sozialdemokraten, Kommunisten. Trottel. Nichts habt ihr dazugelernt. Wenn die Nazis drankommen, wisst ihr, was dann passiert? Für die sind wir alle Rote. Einer von euren Mitkämpfern gegen den Kapitalismus. Von den Nazis. Ich mach mal eine Runde. Die Fahne hoch, Otto! Den Keller und seine Soziwande. Beeil dich, du kommst zu spät. Ernst? Die hast du nie gesehen, Hartmut, hörst du? Du weißt von nichts. Ich sag niemandem was. Das weißt du doch genau. Gut. Und jetzt ab in die Schule, sonst kommst du noch zu spät. Na, mach schon. Wiedersehen. Pass mal auf, Keller. Ich drehe ihn, siehst du? Ganz langsam, bis die Nadel nach Norden zeigt. So. Und dann peilst du was an und das gibt die Marschzahl. Probier's doch mal selbst mit dem Kirchturm dort. Marschzahl 28. Genau. Kennen das alle im Jungvolk? Noch eine Menge mehr, Keller. Eine ganze Menge. Mein Vater will nicht, dass ich beim Jungvolk mitmache. Aber du willst doch, oder? Ja, natürlich. Was hast du? Wenn du mitmachen willst, kann dich niemand dran hindern. Denk daran, in jedem Kasten ein Flugblatt. Kein Volksgenosse und keine Volksgenossin darf vergessen werden. Gerade jetzt vor der Wahl erwartet der Führer von jedem von uns bedingungslosen Einsatz. Münkmann Hans meldet sich verspätet zum Dienstbahnführer. Und wer bist du? Keller, Hartmut. Mhm. Aber du kannst doch für dich selber sprechen, oder? Ich will beim Jungvolk mitmachen, Bahnführer. Das finde ich sehr schön von dir, Keller. Wir können jeden brauchen. Natürlich habe ich schon von dir gehört. Du bist doch der Sohn vom Ernst, Keller. Den kennen wir nur zu gut. Aber was kannst du für deinen Vater? Ich weiß, was es heißt, alleine. Nur auf sich selbst gestellt zu sein. Von niemandem verstanden. Verletzt von denen, die einem am nächsten stehen. Und Führer und Vaterland, Hartmut, kommen für uns an erster, zweiter und dritter Stelle. Erst dann kommen deine Schule, deine Freunde und deine Familie. Jawohl, Herr Bahnführer. Bei uns heißt's Bahnführer. Und du? Jawohl, Bahnführer.
Ich merke, dein Herz schlägt schon lange für unsere große gemeinsame Sache. Und wenn du mal irgendwas hast, was dich bedrückt, dann kommst du zu mir. Ich bin immer für dich da. Klar? Jawohl, Bahnführer. Also Jungs, denkt daran. Das Gebot der Stunde heißt, unsere ganze Kraft für den Führer. Die Gesamtzählung der vom 8. Reichstag vorliegenden Wahlergebnisse umfasst von 44,7 Millionen Wahlberechtigten abgegebene Stimmen 39,7 Millionen. Auf die NSDAP entfallen 17,277 Millionen, das sind gleich 43,9%. Auf die SPD entfallen 7,182 Millionen, das sind 18,3%. Auf die KPD entfallen 4,848 Millionen, das sind 12,3%. Auf das Zentrum entfallen 4,425 Millionen. Entfallen 0,432 Millionen, das sind Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Danke. Dankeschön für alle eure guten Wünsche und Geschenke. Jetzt aber halte ich es für recht und billig, dass wir an den Führer denken, der nun endlich die unbeschränkte Macht hat, unser geliebtes Vaterland zu großem Ruhm zu führen. Und wer entschlossen hinter ihm steht, wird Anteil haben an dieser Größe. Bravo, mein Junge. Bravo. Wer sich ihm aber in den Weg stellt, wird seinen Irrtum nur zu bald erkennen. Renate, ich freue mich ja so, dass du gekommen bist. Komm, setz dich. Nein, danke, Frau Dr. Mönkmann. Ich habe nicht vor zu bleiben. Das ist aber schade. Hartmut, Mama will, dass du sofort nach Hause kommst. Bleib doch noch, wenigstens ein Stündchen, Renate. Du wirst dir doch unsere kleinen Überraschungen nicht entgehen lassen wollen, oder? Meine lieben Kinder, oder muss ich schon junge Leute sagen? Ich glaube beinahe. Dank Papas Großzügigkeit erhalten alle unsere Gäste ein kleines Geschenk, damit jeder von euch an unserem Glück teilhaben kann. Hans? Danke, Mama. Hartmut? Danke. Robert? Danke. Achim? Danke, Frau Dr. Münchner. Hella? Danke. Und Edda. Danke, Mama. Oh, Hans, danke. Ich danke dir vielmals. Und das Fahrtmesser, das dazugehört, musst du dir noch verdienen. Danke, Günther. Danke, Frau Dr. Mönkmann. Danke, Herr Dr. Mönkmann. Jungzug 4, stillgestanden. Jungzug 4, rührt euch. Jungzug 4, stillgestanden. Jungzug 4, rührt euch. Jungzug 4, stillgestanden. Links, um. Links, um. Links, um.
Links. Um. Jungzug 4. Rührt euch. Junggenosse Mönkmann, vortreten. Junggenosse Keller. Hier. Vortreten. Sonderbehandlung. Verstanden? Jawohl. Jawohl, Jungzugführer. Junggenosse Keller hört auf mein Kommando. Achtung! Links, um! Im Laufschritt, Marsch, Marsch! Hinlegen! Sprung auf, Marsch, Marsch! Hinlegen! Sprung auf, Marsch, Marsch! Hinlegen! Sprung auf, Marsch, Marsch! Und hinlegen! Sprung auf, Marsch, Marsch! Achtung! Kehrt Marsch! Und hinlegen! Sprung auf, Marsch, 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 Marsch! Achtung! Gut, Keller. Kite Becker meint, dass die Stadtkapelle einen guten Posaunisten braucht. In der Stadtkapelle Posaune zu blasen, heißt noch lange nicht, seine politische Überzeugung aufzugeben. Würdest du das Horst Wessely von morgens bis abends spielen wollen, Mutter? Sprich nicht so mit deiner Mutter, Renate. Wir müssen von irgendwas leben, Ernst. Wenn ich eine Arbeit wie die annehme, muss ich in die Partei eintreten. Eine Uniform anziehen. Lieber verhungern wir, was, Papa? Guten Abend. Was ist denn? Wo bist du denn so lange gewesen? Ich war bei Hans, Papa. Schon wieder dieser Mönkmann. Wie oft habe ich dir gesagt, dass ja, du... Ja, wieder Mönkmann. Ich hätte es dir wohl früher sagen sollen. Ich bin jetzt beim Jungvolk. Was? Ich bin jetzt beim Jungvolk, Papa. Du hast es gewusst? Nein. Aber alle in seiner Klasse sind eingetreten, Ernst. Ist das wahr, Hartmut? Alle außer Ausländern, Krüppeln und Juden. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dir erlaubt hätte, einzutreten. Ich brauche deine Erlaubnis nicht. Papa! Nein, bitte, Ernst. Sieh dir das an. Der weint nicht, nein. Ein deutscher Junge weint nicht. Der Keller kommt, jetzt schnappen wir ihn. Scheiße, pass auf! Deckung! Los! Jetzt spann! Na mach schon! Beeilt euch, ich höre ihn! Thank you.
Verbandszeug? Ja. Ich hab dich gewarnt. Dem versucht mir eine Falle zu stellen. Wer? Ach, wer schon? Ich hab dir doch gesagt, dass es sinnlos geworden ist, sich weiter mit denen zu treffen. Sag mal, müssen wir jetzt schon in unserer eigenen Wohnung flüstern? Mitten in der Nacht? Ah. Was ist denn passiert, Papa? Du bist... Nichts, Hartmut. Geh wieder schlafen. Das ist ein Unfall, ein kleiner Unfall. Sah ich im Scheinwerferlicht ein in Kopfhöhe über die Straße gespanntes Seil? Nein, in Brusthöhe. Ach ja, in Brusthöhe. In Brusthöhe. Dem Seil konnte ich nur mit knapper Not entgehen, doch kam ich unmittelbar danach zum Sturz und zog mir eine schwere Platzwunde zu. Wegen der Schnelligkeit, in der sich alles abspielte, und der Lichtverhältnisse konnte ich keinen von den Tätern genau erkennen. Aber ich bin sicher, dass einige stadtbekannte SA-Männer darunter waren. Und das wollen Sie wirklich zu Protokoll geben, Herr Keller? Das hat der Zeuge ausgesagt, Wachtmeister. Unterschreiben Sie bitte. Nackter Dilettantismus war das. Hättet ihr ihn doch zu seinem blöden Treffen fahren lassen. Dann hättet ihr den ganzen verdammten Haufen erwischt. Haben Sie das Protokoll gelesen, Herr Doktor? Für einige von diesen knieweichen Sozialdemokraten wird es ein böses Erwachen geben. Keller hat sich sein eigenes Grab geschaufelt. Wir werden etwas durchsickern lassen, bei der Zeitung. Gut, der alte Hoffmann macht das schon. Polizei deckt linke Verschwörung auf. Unschuldiger Zeuge wird Opfer kommunistischen Anschlags. Die Fakten haben wir ja. Wie viele seiner linken Spezies werden ihm danach noch trauen? Und was geschieht, wenn dieser Fall vor Gericht kommt? Was für ein Fall? Was für ein Gericht? Hören wir von unserem Kameraden Keller die Schwertworte des Jungvolkjungen. Jungvolkjungen sind hart, schweigsam und treu. Jungvolkjungen sind Kameraden, der Jungvolkjungen größtes ist die Ehre. Gut, damit hast du auch den theoretischen Teil der Pimpfenprobe bestanden. Und jetzt singen wir ein junges Volk. 3, 4. Ein junges Volk steht auf. Jetzt glaubst du wohl, du bist einer von uns. Reiß die Fahnen höher, nicht? Beweis es. Wir fühlen Name, unsere Zeit. Die Zeit der Jungen.
Also los, Keller. Können wir es ihm nicht alle besorgen, Mönkmann? Nee, Krübel, das macht er alleine. Willst du was von mir? Eine Scheibe von deinem Brot. Ist dein Mohnbrot, oder? Ich habe noch nie ein jüdisches Brot gegessen. Gib her. Ich mag den Anschnitt. Ich hoffe, du auch, Judenbub. Gut gemacht, Keller. Behalt's, du hast es sicher nötig, oder? Hartmut, komm sofort her. Bitte, Frau Kuhn. Ich kann es einfach nicht glauben. Mein Hartmut. Ich wäre nicht gekommen, wenn ich gedacht hätte, dass Sie sein Verhalten bejahen, Frau Keller. Wir werden es ja gleich klären. Oh, entschuldigen Sie, ich vergesse ganz, was ich gehört. Bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Stimmt es, was Frau Kuhn mir gesagt hat? Was hatten die dir gesagt? Die hat gar nichts gesagt. Frau Kuhn hat mir gesagt, dass du Franz einen Laib Brot gestohlen hast. Hast du das getan? Ja, das habe ich. Wenn dein Vater nach Hause kommt, werde ich dafür sorgen, dass du deine Strafe kriegst. Ein Mohnbrot, das sind 74 Pfennig, nicht wahr, Frau Kuhn? Oh nein. Bitte nein, Frau Keller. Das ist nicht nötig. Entschuldige dich bei Frau Kuhn. Entschuldigung. Jetzt gib Frau Kuhn das Geld. Damit ist die Sache für ihn noch nicht abgetan. Frau Kuhn, das verspreche ich Ihnen. Er hat sich ja entschuldigt. Ich dachte nur... Also dann... Gute Nacht, Frau Keller. Gute Nacht, Frau Kuhn. Gute Nacht, Harten. Ich bin froh, dass Sie vorbeigekommen sind. Was hast du dir dabei gedacht? Der ist doch nur ein Jude, Mama. Ich verstehe neben keinen Spaß, das ist alles. Außerdem wird es Zeit, dass sie begreifen, dass sie in unserem Land nicht tun und lassen können, was sie wollen. Lernt ihr das beim Jungvolk? Ins Bett mit dir, sofort. Was war denn? Nichts. Deine Wut kannst du woanders auslassen. Ach. Hättest du nicht auf mich warten sollen. Was ist gegangen?
müssen also nicht mehr diskutieren. Eigentlich sollten wir auf derselben Seite stehen. Aber wir haben die Gruppe aufgelöst. Zumindest für die nächste Zeit. Beinahe bin ich froh, Ernst. Mit Diskussionen kann man die Nazis nicht aufhalten. Sie haben die Macht. Und sie werden Gebrauch davon machen. Sie müssen mir gefolgt sein. Sind verhaftet, Keller. Ihre Freunde haben wir schon. Illegale Zusammenkünfte auf frischer Tat ertappt. Mein Mann war die ganze Nacht im Haus. So. Dann müssen wir wohl seinem Doppelgänger gefolgt sein, Frau Keller. Kommen Sie. Ich habe ein Recht darauf, meinen Haftbefehl zu sehen. Haben Sie? Wer sagt das? Sie vergessen, dass wir nicht mehr in der Weimarer Republik sind. Lassen Sie meinen Vater in Ruhe! Er hat nichts getan! Los. Meinem Sohn verabschieden. Pass auf deine Mutter auf. Papa! Mach dir keine Sorgen um uns, Papa. Wir schaffen es. Sorg dich nicht um uns. Ich beschütze dich jetzt, Mama.